So, heute geht es um die Unterschrift. Wie kann ich eine Unterschrift schnell freistellen? Und zwar auf transparentem Hintergrund, sodass ich sie in Dokumenten verwenden kann. Und dass ich mir nicht immer den Kopf zerbrechen muss, oh, da habe ich einen weißen Hintergrund und das kann ich dort nicht einbauen und das kann ich auf der Fläche nicht einbauen. Habe ein Foto gemacht mit iPhone. Wie üblich ist das dann unterbelichtet. Das heißt, besser wäre es, wenn es richtig belichtet wäre. Besser wäre es auch, wenn ich mit einem schwarzen Stift meine Unterschrift mache. Denn so habe ich ja wieder ärgerlich kein Weiß und kein Schwarz. Aber so ist es halt meistens. Wenn wir jetzt wollen mit einem Kugelschreiber machen. Und der ist halt einmal meistens blau. So, wir sind natürlich in Photoshop. Jetzt muss ich das einmal irgendwie meine Fehler korrigieren. In dem Fall würde ich sagen, Sättigung verringern. Man sieht schon, das ist flau. Autokontrast. Ja, man sieht, da ist ein Fleck, da ist ein Helligkeitsverlauf. Ah, könnte besser sein, aber wir kriegen es hin. Doppelklick auf dem Hintergrund, damit eine Ebene wird, die ich bearbeiten kann. Neue Ebene. Die Ebene weiß einfärben, Ebene drunter schieben. Doppelklick auf die Ebene. Und dann einfach hier schieben. Dann sehe ich schon, da kommt mir jetzt die untere Ebene durch und wenn ich die ausschalte, ist es schon freigestellt. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich da nichts abschneide. Das sind Sachen, die nicht ganz schwarz sind. Dazu kann man hier den Regler teilen. Wenn man auf die Alt-Taste drückt am Mac, dann kann man da ein bisschen einen Verlauf reinbringen. Dass das nicht ganz so brutal ist. Aber da kann man nicht viel machen. Muss man aufpassen, dass man nicht den Schmutz drauf bekommt. Ja, da ist eh was. So, jetzt ist das ein bisschen flau. Kann ich die Ebene duplizieren? Kann ich die Ebene. Mit Multiplizieren dunkler machen? Dann kann ich die Ebene auf die darunterliegende draufrechnen. Okay, jetzt habe ich das schon ein bisschen kommt mir wieder der Dreck vom Hintergrund hinein. Mitarbeiten. Ah, okay. Dass das Papier nicht ganz perfekt ist, ist eh klar. Dann will ich das alles, was schlecht ist und ich nicht brauche, schneide gleich weg. Das interessiert mich ja nicht. So. Möglichst knapp, dass der ganze Dreck, der am Papier gepickt ist und diese ganzen Resteln da weg sind. Dann schaue ich mir das einmal an. Kleine Schmutzstellen, aber damit kann ich im Prinzip jetzt einmal leben. Die kann ich natürlich wegstempeln oder wegradieren. In dem Fall will ich sie ja ausschneiden. Na, geh weg da mit dem Ding. Das heißt, ich wähle einfach da diesen Dreck aus und lösche sie und schon ist es da sauber. Gut, wir speichern das ab und jetzt kommt's. TIFF hat sich für mich nicht bewährt. Photoshop funktioniert gut oder PNG. JPEG geht natürlich nicht. Da gibt es keine Transparenzen. Da wäre der Hintergrund dann wieder weiß. Da bin ich wieder dort, wo ich angefangen habe. Okay, und jetzt muss ich das natürlich ausprobieren, weil das schaut ja da eigentlich wieder schwarz auf weiß aus und wozu habe ich es dann freigestellt? Das heißt, am besten irgendeine einfache Textverarbeitung, die mit Photoshop nichts zu tun hat. Dann macht man sich ein Farbfeld, Form, Farbe. Und jetzt zieht man das da hinein. Nun sehe ich sofort, entweder es ist transparent
Oder ist jetzt nicht transparent, in dem Fall funktioniert es gut. Man sieht auch ein bisschen den Schmutz. Stört aber jetzt nicht. Weil auf einem Dokument ist ja immer ein bisschen Schmutz, wenn ich es einscanne. So, damit kann ich gut weiterarbeiten. Ich habe nichts auswählen müssen, ich habe keinen Pfad machen müssen, ich habe da nicht mit Lasse herunter müssen. Die Schrift ist freigestellt und ich kann damit gut weiterarbeiten.